Hallo, guten Morgen, liebe Leute. Ich begrüße euch zum Videotagebuch Nummer 5 zur Vorbereitung des Genimer Sommerkonzerts. Wir sind jetzt in einer Phase, wo es zittert an allen Ecken und Stellen. Das heißt, ich habe das Programm schon zusammengestellt eigentlich, den gröberen Ablauf. Das wird jetzt gerade von unserer Spezialabteilung abgetippt im Büro. Ich kümmere mich ein bisschen um die Technikpläne und guck mal, ob die Verkabelung und alles so weit passt und ob wir für alles gut gerüstet sind. Das ist ja auch immer so eine Möglichkeit oder so die Chance eigentlich vorm Konzert, mal auch ein bisschen auszumisten, alle Kabel durchzuchecken, alle Mikros, alle Mikroständer und was man noch so alles live auf der Bühne braucht. Das gibt uns dann immer die Möglichkeit, alles nochmal zu kontrollieren, ob auch alles funktioniert. Ja, das ist der technische Teil. Der musikalische Teil. Heute stehen, glaube ich, mindestens 2 Proben an. Die Hey Hey My My Probe wird anstehen. Die, glaube ich, klappt ganz gut. Schauen wir mal, wie es heute so laufen wird. Und dann noch unsere Erwachsenenband mit, ich glaube, Fire vom Bruce. Der springende Bruce, genau. Ja, also gucken wir einfach mal, lassen wir uns überraschen. Wir leben so mal ganz locker in den Tag hinein und gucken, was uns heute noch so erwartet. Bis später, ciao! So, jetzt gucken wir in die Hey Hey Bye Bye Probe. Großes Problem, Sängerin nicht aufgetaucht. Jetzt gucken wir mal, wie es ohne Sängerin so klappt. Und wir machen uns schon Gedanken, wie wir diese Lücke füllen. Kommt mal mit. Das war Fire. Fire. Große Probe. Erwachsene Leute sind immer schwierig fürs Konzert zu motivieren, weil als Erwachsene ist man immer so ein bisschen vorsichtiger und möchte sich nicht blamieren. Da sind Kinder ganz natürlicher. Wir haben es aber hingekriegt, dass wir da eine ganze Band zusammenstellen und es klang ja auch ganz ordentlich, glaube ich. Das wird ganz gut klappen am Sonntag. Und was war sonst noch heute? Ja, die Probe Hey Hey Mai Mai ohne Sängerin. Sie hat uns versetzt, aus welchem Grund auch immer. Jetzt müssen wir gucken, ob das eine Chance hat, so weiter zu existieren oder Plan B, ganz schnell einen anderen Sänger auftreiben. Das wäre mir sogar fast lieber, weil ohne Sänger ist das Stück natürlich ziemlich langweilig, das können wir instrumental nicht bringen. Und da muss jetzt ganz schnell innerhalb von 3 Tagen jemand das Stück übernehmen, lernen und wie ich immer dazu sage, ich überzeuge jemanden, dass es für ihn das richtige Stück ist. Wir werden dann sehen, wie das klappt. Okay, so viel zu heute. Jetzt ist erstmal genug. Wir gehen nach Hause und wir melden uns morgen wieder mit dem nächsten Tag zum Videotagebuch. Ciao! Zum Videotagebuch. Ja, jetzt so viel überlegt. Ist es 4 oder 5? 4 oder 5? 4 oder 5? Kommt die Hand.